Also ich hätte mich eigentlich sehr viel früher für ein Verbot von Russia Today ausgesprochen. Schlicht und ergreifend, also nicht, obwohl es eine Pressefreiheit gibt, sondern gerade weil es eine Pressefreiheit gibt. Weil genau diese Institution, die ihr nicht erlaubt, Dinge ergebnisoffen zu recherchieren, wirklich frei deine Meinung zu sagen. Also das wird ja auch schon also bei deutschen Qualitätsmedien teilweise kritisiert, dass man da nicht mehr seine Meinung sagen darf. Aber es hat nie die Form angenommen, wie das bei Russia Today war. Also das war einfach wirklich eine permanente Propagandanummer für Russland, für die Sichtweise von Putin und auch für eine systematische Destabilisierung des Westens. Und ich glaube, wenn man liberaler ist, dann muss man genau dafür eigentlich ein Verbot fordern. Wie siehst du das? Oh, jetzt sind wir bei einem anderen Thema, jetzt sind wir beim Liberalismus. Also grundsätzlich würde ich behaupten, muss eine offene Gesellschaft alle möglichen Meinungen und Meinungsäußerungen aushalten. Ich muss jetzt mal kurz meinem Computer wieder Strom zuführen, Sekunde. So. Das funktioniert deswegen, oder wir sollten davor keine Angst haben, weil die Bürger in der offenen Gesellschaft so ein gutes Bildungsniveau haben, dass sie den Scharlatanen nicht in der nötigen Anzahl auf den Leim gehen. Was leider diesen Erfolg von Russia Today und Putins, ich nenne es mal Nachrichtenkrieg gegenüber Europa, den er seit 2012, also seit gut 10 Jahren macht er das systematisch mit den Trollfabriken und anderen Einrichtungen. Schaut, dass meine Co-Autorin, die Judith Fessler, jetzt nicht hier ist, die ist Extremismus-Expertin. Ja, die könnte viel mehr sagen. Beim Verfassungsschutz, die könnte uns das noch viel besser erklären. Aber dann, ich würde mal als Philosoph die Frage stellen, warum war denn das so erfolgreich? Da hat da vorher schon was nicht funktioniert. Und ich glaube, dass sowohl die Politik als auch der Journalismus bei uns sehr viel dazu getan haben, um die eigene Glaubwürdigkeit abzubauen. Also wir haben im Journalismus aktuell eine Glaubwürdigkeitskrise, die sich der Journalismus zum großen Teil, auch die sogenannten Qualitätsmedien selber eingebrockt haben. Stichwort, also ich bin aufgewachsen, mir haben es das auch auf der Schule noch beigebracht, Zeitung besteht aus 2 Teilen grundsätzlich, Berichterstattung, das muss stimmen, was da drin steht, die Fakten und die Kommentarspalte. So, heute sehen viele Journalisten für sich so eine Art Erziehungsauftrag. Die machen Gesinnungsjournalismus. Und das merken sehr viele Leute, dass das nicht stimmt. Und darunter leidet die Glaubwürdigkeit. Also hat sich praktisch der Journalismus auch mit den sogenannten Leitmedien selbst die Glaubwürdigkeit genommen, die wir als Gegengewicht gegen Russia Today brauchen. Weil jetzt greift der Denkfehler. Jetzt liest jemand irgendwas, was da in der Süddeutschen steht, was erkennbar Unfug ist, weil er erzogen werden soll, sträubt sich dagegen und macht den Denkfehler, aha, wenn die Süddeutsche nicht recht hat, hat die Konkurrenz recht. Also hat Russia Today recht. Ja, dass beide Unrecht haben können oder beide was machen, was eigentlich nicht optimal ist oder nicht gut ist, das ist vielleicht die Wahrheit, aber da kommt man erst noch ein bisschen nachdenken drauf. Also das wäre das Erste. Unsere Institutionen, die offene Gesellschaft braucht, um sich da ohne Zensur zur Wehr zu setzen, haben sich selbst ins Knie geschossen. Das Gleiche haben wir in der Politik. Ja, wir haben sehr oft und viel zu lange laviert in der Politik, haben den Mut zu entschlossenen Lösungen verloren. Im Zweifelsfall macht man noch mehr Schulden und tun da noch Geld reinpumpen, aber haben im Grunde nie was an den Strukturen verändert. Ein sehr schönes Beispiel, das ich als Berater gut kenne, ist das Gesundheitswesen. Seit 30, 40 Jahren weiß man um den Pflegenotstand, weiß man, dass es dringend Strukturreformen braucht. Das ist ein politisch heikles Thema. Keiner traut sich ran. Man hat einen Flickenteppich am Pflastern auf einer Wunde, die eitrig ist. Ja, also auch die Politik hat viel getan, um die Glaubwürdigkeit in ihre Lösungskompetenz abzubauen. Und das erklärt, glaube ich, in erster Linie mal den Erfolg von Sendern wie Russia Today. Ich würde anders vorgehen. Ich würde nicht Russia Today verbieten wollen. Ich würde den Journalismus und die Politik stärken wollen in ihrer Glaubwürdigkeit. Das geht natürlich nicht ohne uns Bürger. Aber so würde ich, das ist meine Problemanalyse und da würde ich als Liberaler erstmal ansetzen. Bevor man was verbietet, die Gegengewichte zu dem, was nicht stimmt, was da immer wieder Falschmeldungen in die Welt setzt, wieder zu glaubwürdigen Gegengewichten aufbauen und machen. Ich habe mal eine Systematisierung vorgeschlagen, also das war nicht auf Verschwörungstheorien gerichtet, sondern Fake News, aber lässt sich, glaube ich, auch übertragen. Und du kannst ja unterscheiden bei der Verbreitung, also zwischen der Verbreitung von Informationen, der
Aufnahme von Informationen, ja, also die kannst du irgendwie bremsen. Ja. Also du könntest zum Beispiel erlauben, irgendwie jeder darf alles sagen, aber auf bestimmten Plattformen läuft es de facto nicht, ne, weil du halt da irgendwie so Stolpersteine einbaust oder halt gewisse Filter. Und dann dem konkreten Handeln. Ne. Also die liberalste Lösung wäre ja, dass man irgendwo sagt, also da, wo das Handeln schädlich wird für die Gesellschaft, also wo einer zum Beispiel irgendwie ein Sturmgewehr oder irgendwie was sich kauft und dann irgendwie in die Pizzeria in Washington reingeht, da, erst da musst du ansetzen. Ne. Aber im Grunde genommen darf alles verbreitet werden. Und du darfst da auch keine Filter einbauen oder sowas, sondern das muss jeder irgendwie selber wissen. Ja? Gibt es denn einen Fall, wo du sagen würdest, wir müssen aber eigentlich eine Stufe weiter hochgehen oder sogar bis zur höchsten Stufe, wenn es darum geht, irgendwie also bestimmte Informationen komplett rauszunehmen? Ja klar, der ist auch aus der Literatur bekannt. Da kann man auf den Klassiker John Stuart Mill zurückgreifen. auch Worte können Taten sein mit Schadensabsicht, mit dem Ziel, anderen zu schaden. Das berühmte Beispiel, ich glaube sogar, das stammt von John Stuart Mill höchstpersönlich, ist, wenn ich in einem vollbesetzten Theater plötzlich laut schreie, alle raus, es brennt oder da tickt eine Bombe, dann generiere ich eine Massenpanik, da kommen Leute zu Schaden. Also das ist eine strafbare Handlung, solche Worte zu äußern. Ja. Okay. Das und ist eigentlich aus der amerikanischen Rechtsdogmatik bei der Auslegung des ersten Zusatzartikels zur Verfassung. Ja. Ja, genau. Ja. Oliver also Wendell Holmes, oder? Ja, das. Bin jetzt überfragt, den Namen kenne ich, aber ob es der war, das weiß ich jetzt gerade nicht, da müsste ich nachschauen. Können wir auch klären. Ja, aber dort würde ich als klassisch Liberaler eigentlich die Grenze ziehen. Alles ist erlaubt, es sei denn, ich füge meinem Mitmenschen unzumutbaren Schaden zu oder setze einem unzumutbaren hohen Schadensrisiko aus. Also Schadensrisiko, natürlich mit allem, was wir tun, in jeder Interaktion gehe ich dir auf die Nerven oder tue dir irgendwas an, in Anführungsstrichen, auf das du gut verzichten könntest. Aber wir gehen auch davon aus, dass Menschen ein gewisses Selbstschutzpotenzial haben. Also wenn ein tief katholischer Mensch zwei homosexuelle Händchen haltend auf der Straße sieht, mutet man diesem tiefkatholischen Menschen zu, dass er seinen emotionalen Haushalt ordentlich managen kann und die Leute jetzt nicht umhauen muss. Ja? Also da gehen wir von einem gewissen Selbstschutzpotenzial aus. Und da gibt es sicher Grenzfälle, bei denen man überlegen kann, ob die Schadensgrenze überschritten wurde oder ob das noch eingehalten wird. Aber egal, ob diese Schadenszufügung oder das Schadensrisiko verbal oder nonverbal erfolgt, entscheidend ist, ob das Risiko generiert wird. Und zwar so, dass Leute sich nicht zumutbar selbst schützen können davon. Genau, ja. Das wäre meine Antwort, die theoretische Antwort, die man jetzt natürlich, und jetzt wird es interessant, auf die Praxis runterbrechen muss. Genau, ja. Also die Quelle wäre eigentlich das dritte Kapitel von John Stuart Mill, ne? Also wo es ja, also da geht es nicht um das Theaterbeispiel, sondern geht es um den kapitalistischen Kornfarmer, der seine Produkte zu hoher Bepreisung verkauft. Und deswegen gibt es also irgendwie eine Hungerskrise. Und also wenn du jetzt da also einen Aufmarsch, sagt Mill, irgendwie was nicht organisierst und dann sagst du irgendwie, weiß nicht, dem muss es ja an den Kragen gehen oder irgendwie sowas, und der wütende Mob steht schon vor der Tür, dann kann es sein, dass genau das, was du sagst, der eben die instigiert dazu, dass sie ihm dann auch wirklich an den Kragen gehen. Ne? Und da sagt er, das ist genau die Grenze. Ne? Also wenn Rede, freie Rede irgendwie also diese Konsequenz hat, ne? Also Schaden für andere verursacht, irgendwie, da wäre dann die Grenze. Genau, Aufruf zur Gewalttat oder Verleumdung. Verleumdung, also natürlich darf ich nicht einfach überall verbreiten, du wärst ein Vergewaltiger oder ein Betrüger. Also das ist eine Straftat, ja, vollkommen zu Recht ist das eine Straftat. Da kannst du dich nicht in einem sinnvollen Sinn selbst schützen davor, da reicht dein Selbstschutzpotenzial nicht aus. Und ich kann dir mit Worten selbstverständlich sehr viel Schaden zufügen. Ja, ja. Und da verläuft die Grenze, an der Staat dann seine Schutzwirkung entfalten sollte. Die nächste Frage ist natürlich, ob das bei Russia Today tatsächlich der Fall war. Um auf dein Thema zurückzukommen. Ja, das Problem, das man ja oft hat, ist, dass man viele Akteure braucht, die auf eine bestimmte Art und Weise zusammenwirken. Und du hast nicht den Fall, wie, sagen wir mal, irgendwie, weiß nicht, der Typ, der von der Mafia erschossen wird, wo irgendwie, da gab es 5 Schützen, die haben alle getroffen, aber jeder Einzelne hätte im Prinzip eigentlich ausgereicht, um also diesen Mord zu verüben. Da könnte man sagen, da sind die auch alle dann irgendwie zu verknacken, alle 5. Ne? Oft hast du ja wirklich so ein
so ein Setup, wo du sagst, irgendwas nicht eine Situ also eine Information muss ja auf eine bestimmte Art verarbeitet werden, dann muss irgendwie, weiß nicht, das auch irgendwie ausgeführt werden oder irgend sowas. Also vielleicht ein Beispiel wäre irgendwie, du veröffentlichst bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie man aus Alltagsgegenständen eine Bombe baut oder Gift macht oder irgendwie sowas, ne? Okay. Und tust das ins Netz und sagst, naja, Rede, Informationsfreiheit und so weiter. So. Da brauchst du nicht mal Meinungsfreiheit, das ist ja nicht mal deine Meinung, ist ja einfach irgendwie so ein wissenschaftliches Faktum, ne? Und solche Sachen kommen ja auch vor und werden immer relevanter. Also ein Anwendungsbeispiel, wo das ja auch wirklich zum Tragen kommt, ist aus der Mainstream-Wissenschaft der Virologie die Funktionszugewinnforschung an Viren, ne? Also wenn man erforscht, was muss eigentlich passieren mit einem bestimmten Pathogen, also wie jetzt dem H5N1-Virus, also Vogelgrippe-Virus, das ist ohnehin schon so im Bereich 50% tödlich für Menschen. Es könnte noch tödlicher werden und es könnte, und das ist eigentlich das große Problem, könnte noch ansteckender werden. Ne? Und da gab es ja mal diesen Virologen Ron Fuchs, der gesagt hat, das probieren wir jetzt mal aus. Ne? Und dann schleust du das ja so ein in so eine Frettchenfarm und dann kannst du, wenn du dann, also das wird tatsächlich so gemacht, ne? Also die nehmen Frettchen oder irgendwelche Modellorganismen und dann infizieren sie die auf dem einen Ende und dann wird quasi durch so ein, also Luftzug werden die Viren dann immer weitergegeben an die anderen Nicht-Infizierten und die werden dann auch krank. Und dann setzt du die wiederum an den Anfang und machst dieses ganze Spiel von vorne. Und der hat zeigen können, dass es eigentlich wenige Mutationsschritte braucht, um ein super tödliches Virus zu machen. Und das sollte dann auch noch in Science veröffentlicht werden. Ne? Und da gingen dann große Diskussionen darüber los. Da hat dann also Mark Lipsitch von der Harvard-Uni gesagt, also das muss abgeschafft werden. Ne? Und Obama hat dann tatsächlich auch ein Forschungsmoratorium erlassen. Das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr guter Grund, um zu sagen, also diese Arten von Informationen, die dürfen auf keinen Fall in der Öffentlichkeit sein, auch wenn die Tatsache, dass die öffentlich sind, ja nicht also hinreichend dafür ist, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Ne? Also es muss ja immer noch jemand dann dieses Virus nachbauen, was dann in Zukunft wahrscheinlich sehr leicht möglich sein wird. Ne? Also auch mit also Equipment, was sich wirklich jeder leisten kann. Ne? Aber das muss immer noch dazukommen. Ne? Also das heißt, also da kann man sich ja nicht dann irgendwie darauf zurückziehen, dass man sagt, irgendwie, was nicht, ich habe ja nur den Bauplan geliefert, gemacht hat es jemand anders. Ne? Genau, ja. Also das ist dann der Fall, da würde ich rein normativ so argumentieren, da scheint sich so mein erster Eindruck, ja, so mein erster Eindruck ist, da scheint sich so ein Fall von Beihilfe zu einer Straftat zu handeln und das ist natürlich vom Staat zu unterbinden. Also das ist in etwa so, wie wenn ich in einem aufgeheizten politischen Klima drei durchgeladene Sturmgewehre irgendwo am Münchner Marienplatz frei rumstehen lasse. Also kann auch keiner sagen, wenn die mir gehören, du darfst mit deinem Eigentum machen, was du willst. Also das ist, glaube ich, dann, wer geladene Waffen in der Wohnung hat, muss gewisse Regeln beachten. Und genauso ist es mit Wissen, das sehr gefährlich werden kann. Ja, da muss man immer Meinungsfreiheit abwägen oder im Vergleich setzen zu Straftaten, die durch Worte begangen werden können. Und Meinungsfreiheit bezieht sich natürlich auf Worte, die keine Straftat sind oder bedeuten oder eine Straftat hochwahrscheinlich machen. So würde ich jetzt so aus dem Bauch raus die Grenze ziehen. Ja. Jetzt könnten wir auch noch darauf eingehen, dass es gibt ja unterschiedliche also Freiheiten, die man hat und Grundrechte, wie man die abwägen könnte gegeneinander. Ne? Also das spielt ja auch eine große Rolle, wenn es darum geht, einen liberalen Staat zu konzipieren. Ne? Dazu hast du ja auch viel gesagt. Aber ich glaube, das verschieben wir wahrscheinlich mal Ja, auf einen anderen Zeitpunkt. das sollte man verschieben, weil sonst kommen wir für die Verschwörungstheorien zu sehr zu anderen Theorien, zu anderen Themen rüber. Ja. Wobei das sind wir ja schon, das waren also interessante Ja, Ausflüge ja. schon. Vielen Dank schon mal dafür. Jetzt vielleicht die letzte Gerne. Frage. Möchtest du Ja. uns, also wir sind ja wirklich also wenn es einen Shitstorm gibt, dann ist der erste Teil der Scheiße, der trifft uns ins Gesicht, weil wir natürlich an der Front sind und auch gegen Bullshit kämpfen. Und da muss man gut Ja. ausgerüstet sein, also mit guten Tipps für die Aufklärungsarbeit. Gibt es etwas, was du der GWOP mit auf den Weg geben willst? Weiter so. Weißt Also ich habe weiter so, einfach du? weiter so. Ich habe neulich einmal einen Vortrag gehalten Ja. beim H5
HVD, da bin ich ja wissenschaftlicher Beistand. Beistand. Und da habe ich einen Vortrag gehalten, wie man in Zeiten, in denen Negativnachrichten auf uns einprasseln ohne Unterlass, in denen wirklich sehr viele Krisen unseren Alltag stark beeinflussen, Energiekrise, Eurokrise, die Inflation, ja. Also wie behält man da seinen Optimismus und seinen Mut in solchen Zeiten? Und als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich etwas festgestellt, worauf wir alle, die wir so in dem Bereich Teamaufklärung tätig sind, ja, wir alle sind das Team Aufklärung, ob das jetzt die Quupp ist, der HVD, die Giordano Bruno Stiftung oder einzelne Blogger wie mein guter Späzl, der Marc Niedermayer oder der Matthias Krause vom Ketzer Podcast. Wir können Shoutout. alle auf etwas sehr, sehr stolz sein, nämlich wir haben diese Krisensituation. Der kann sich im Moment, glaube ich, keiner bewusst entziehen. Jeder stellt fest, die Krise ist da. Und zum ersten Mal in der Geschichte laufen die Leute nicht in die Kirchen und fallen nicht in Religionen wieder auf ihre Aussagen rein. Ganz im Gegenteil. Die wenden sich in Scharen von den Kirchen und von den Religionen ab. Und das hat nicht nur was mit dem Missbrauchsskandal zu tun. Das hat sehr viel zu tun, dass diese unablässige Arbeit von uns, von Team Aufklärung, die ganzen Personen und noch unzählig viele andere, die ich jetzt nicht erwähnt habe, ich glaube, wir haben es geschafft, diesen Schutzmantel, diesen Immunisierungsmantel der Heiligkeit, der Besonderheit, mit der sich die Religionen und die Kirchen Jahrhunderte umgeben haben, zu erodieren. Man darf jetzt die kritisieren, die müssen sich den Argumenten stellen, ihre Botschaften müssen begründet werden, die sind nicht mehr einfach deswegen glaubwürdig, weil sie sagen, wir haben die Antwort in der Krise. Also, erste Mal in der Geschichte, dass die Leute in so einer Krisensituation nicht wieder den Religionen auf den Leim gehen. Da sollte man stolz drauf sein. Und da können wir uns alle auf die Schultern klopfen. Keiner weiß, was er konkret dazu beigetragen hat, aber ich glaube, man kann guten Gewissens sagen, dass wir alle da einen Riesenjob gemacht haben. Und darum sage ich einfach weiter so. Und ich glaube, was man dazu fügen muss, ist, wo man eine Religion erfolgreich bekämpft hat, da droht natürlich eine andere zu entstehen, um halt dieses Vakuum zu füllen. Und das heißt, wir müssen weiterhin wachsam bleiben und versuchen vielleicht das eine oder andere, was du uns auf den Weg gegeben hast, weiter umzusetzen. Vielen Dank. Und das ist, ja, da möchte ich jetzt noch mal einhaken, Okay. Niki. Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, weil, wenn die Religionen auf dem Rückzug sind, da gibt es sehr viele Leute, die ihre Irrationalität nicht ablegen, sondern die laufen dann in die Esoterik rein oder in irgendeine Verschwörungsmärchen. Ja. Das ist das, wo wir aufpassen müssen. Du kannst nicht eins dieser Phänomene eindämmen oder bekämpfen, indem du Platz für diese Irrationalität lässt. Wir müssen an diese Irrationalität ran. Nee, genau, Das ist der, das war genau mein Punkt, ja. fruchtbare Boden, auf dem die alle ihre komischen Pflanzen austreiben. Genau, Ja. genau. Und Das das hätte ist kein Erfolg, wenn. ich vielleicht ein Also, bisschen klarer machen sollen, ne? Weil das, ja, also im Endeffekt ist genau, es ja so, ja. dass irgendwie also extrem atheistische Menschen dann plötzlich an die Homöopathie glauben oder an Ja. Ja. Und genau, und Ja. das ist genau das, was irgendwie passieren kann, ne? Also du wendest den Blick irgendwie Ja. nur auf ein Phänomen und dabei hast du diese ganze Ja. Irrationalitätsproblematik eigentlich in anderen Bereichen genauso. Und da wird irgendwas wieder hochpoppen, weil wir auch irgendwie so funktionieren, ne? Also wir wollen Anschluss an eine Ja. Community haben, wir wollen irgendwie eine Mission haben, wir wollen die Guten sein und so weiter und alles das, was du gesagt hast. Und ich glaube, das ist wichtig, das auf dem Radar zu behalten, ne? Also gut, dass du nochmal Und eingehakt da sehe hast. ich, und da sehe ich schon einen gewissen Handlungsbedarf und auch eine Hoffnung für die Zukunft, dass sich diese ganzen Organisationen, die einen machen Religionskritik, die anderen machen, ja, Grupp, ihr wollt die Paraphänomene erklären, was mir als Zauberkünstler natürlich auch Spaß machen würde. Ja, die anderen wollen die Wissenschaften stärken. Nee, wir haben alle einen gemeinsamen Feind, nämlich die Irrationalität. Und wir alle stehen für die gleiche Sache ein, nämlich für die Aufklärung, das Projekt Aufklärung. Es ist keine historische Episode, die irgendwann mal im 19. Jahrhundert wieder zu Ende gekommen wäre. Die Aufklärung ist ein ganz zartes Pflänzchen, die ist gerade mal 5 Minuten alt, historisch betrachtet. Und die braucht unsere Unterstützung. Und da sollte man vielleicht mal den einen oder anderen gemeinsamen Strang finden und dran ziehen, weil wenn uns klar ist, dass wir gegen die Irrationalität in allen ihren Erscheinungsformen zu Feld ziehen, das gibt uns vielleicht selber gewisse Motivation und könnte unsere Durchschlagskraft erhöhen. Deswegen werde Skeptiker und zwar in jedem Bereich. Genau.